Herzlich willkommen bei Denk Elektrisch, der Kanal, der sich mit Elektromobilität beschäftigt. Mein Name ist Denk, Oliver Denk. Und heute mit dabei ist wieder Erik. Ein paar von euch kennen ihn ja schon. Und ja, heute geht es in diesem Video wieder darum, Erfahrungsberichte vom Service Center Kommunikation mit Tesla. Und ja, Erik, für die, die dich noch nicht kennen und deinen Tesla noch nicht kennen, erklär noch mal, was fährst du für einen und wie lange schon? Und ja, erstmal das Grundlegende. Das Grundlegende, ich fahre einen der letzten Model S75 mit Heckantrieb, also ohne Dualmotor, ohne Front und Heck, sondern nur Heckantrieb, mit der 75 Kilowattstunden Batterie drin. Ja. Und fahre jetzt mittlerweile seit anderthalb Jahren mein Fahrzeug, ein wunderschönes silbernes Model S, mittlerweile auch mit einer schönen Verlierung drauf, die sich so angesammelt hat durch das ein oder andere Event. Genau. Ein Produkt denkt elektrisch. Genau so ist es. Fahre ich jetzt knappe 80.000 Kilometer. Mhm. Also ich bin jetzt kurz davor, diese Garantiegrenze von 80.000 Kilometer oder 4 Jahre hinter mir zu lassen. Ja. Und bei mir sind es dann eben die 80.000 Kilometer. Okay, also ordentliche Fahrleistung auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, dann zum eigentlichen Thema des Videos. Dann hattest du ja vielleicht auch schon ein paar Erfahrungen gesammelt mit dem Service Center. Und vielleicht auch als erstes mal, zu welchen Service Centern bist du schon gefahren oder welche hast du schon besucht und dann welche Erfahrungen hattest du dort vor Ort mit den Leuten? Also ich habe besucht mein Stamm-Service Center ist in Feldkirchen. Mhm. Das ist bei München. Okay. Das ist für mich aus dem Augsburger Raum, zu dem ich damals halt kam, war es für mich am leichtesten, dorthin zu fahren. Mittlerweile ist es so, dass mein Service Center immer noch Feldkirchen ist. Allerdings ist mein Anreiseweg länger geworden, weil im Ausland, vor allen Dingen in der Schweiz, gilt dann trotzdem die Garantieleistung der EU. Ja. Ich könnte jetzt aber auch nach Österreich fahren, aber da ist der Weg genauso lang. Okay. Ich habe diese allerdings noch nicht besuchen müssen. Es gab jetzt seit Umzug nichts, weshalb ich das hätte tun müssen. Ich war allerdings in Norwegen in einem Service Center. Sollte man nicht machen, weil die haben zu, wenn es nach 20 Uhr ist. Ich wollte es probieren, vielleicht habe ich Glück. Okay. Naja. Ja, in Norwegen gab es einen Fall, da ist die Zierleiste hat sich gelöst und wir waren zufälligerweise in der Gegend von dem Service Center. Okay, wolltet ihr es noch probieren? Haben wir es probiert, aber also die Chance war für uns schon ziemlich klar, auch wenn es den ganzen Tag über dunkel ist, die Uhrzeit spielt dann doch eine Rolle. Ja, richtig, also die Zierleiste hast du dann in Deutschland sicherlich machen lassen. Ja, die wurde dann in Deutschland, jetzt irgendwann im Januar war das dann der Fall, als wir wieder da waren, gemacht. Ja. Termin geholt und 3 Wochen später oder sowas. Also für mich okay, weil ich keine Eile hatte mit dieser Zierleiste. Okay. Ist nicht so, dass die im Wind dann so flatter gemacht hat. Die ist schon dran gewesen. Es war halt eher eine optische Reparatur, kann man sagen. Alles klar. Ja, das war das Service Center, was ich halt so besucht habe, Feldkirchen. Das war jetzt innerhalb der anderthalb Jahre, war ich dort 3-mal. Ausgenommen die Abholung. Bei der Abholung damals war mein Frontscheinwerfer, der hatte so was wie einen kleinen Steinschlag in dem nicht sichtbaren Bereich. Das hat Tesla, der Mitarbeiter hat gesagt, hier, mir ist was aufgefallen, den wechseln wir dir dann raus. Hat mir bestellt und der war dann auch irgendwann da. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, weil es war mir tatsächlich eigentlich egal. Ja, klar. Es ist nichts gewesen. Klar, ja. Dann hatte ich nochmal Kontakt mit dem Service Center bezüglich, ich habe hinten bei meinem Stahlfahrwerk ein klapperndes Geräusch. Klang, 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 klang. Wenn man schön langsam fährt, hört man es besonders gut. Es war leider da nicht zu hören im Service Center Besuch. Wie so oft. Ja, wie so oft. Wahrscheinlich. Perfekt, ja. Sie haben dann trotzdem hinten alles ausgebaut und haben nachgezogenes Fahrwerk. Und das letzte war dann halt, wie gesagt, das mit der Zierleiste. Das waren so diese 3 Service Center Besuche. Zusammengefasst könnte ich sagen, 2 davon waren jetzt nicht essentiell notwendig. Ja, ja. Und das dritte, danach war es auch erstmal ein Stück besser. Das Klappergeräusch ist jetzt wieder da. Ich weiß nicht, was es ist.
Ist das, das jetzt das grundlegende Stoßdämpferproblem oder ist das was anderes? Dann? Ich würde es auf die Stoßdämpfer schieben, ja. Ich habe kein Luftfahrwerk, ich habe das Stahlfahrwerk. Ja. Aber ob es wirklich die Stoßdämpfer sind oder irgendeine Buchse, also Tesla selber hat jetzt nichts gefunden, okay. Als sie das sich angeguckt haben. Ja. Ich habe sonst kein... Ah, Entschuldigung, ich habe irgendwas vergessen. Doch, als sie die Zierleiste gemacht haben, da haben wir dann auch das Display getauscht. Okay. Denn es hat den gelben Rand. Ja. Genau. Alles klar. Es sind also keine Sachen gewesen, weshalb ich akut Hilfe hätte benötigt von Tesla. Weil wenn ich akute Hilfe benötigt hätte, dann hätte es wahrscheinlich, wäre mir das zu lang teilweise gewesen. Also das Kürzeste, was ich so gewartet habe, waren 4 Tage. Gut, das ist jetzt auch noch okay. Ja, ja. Bei einem Audi damals hatte ich auch 2 Wochen warten müssen auf einen Servicetermin. Okay. Da war es tatsächlich Service, also auch nicht akut. Ja. Und die anderen, da habe ich so 2 bis 3 Wochen gewartet. Sagen wir mal, 2 Wochen waren es im Durchschnitt, okay. Die ich gewartet habe. Und für mich aber trotzdem positiv das Ganze, also auch wie sich es jetzt entwickelt hat in den 1,5 Jahren. Mhm. Denn es hat, anfangs war es so, das hat geklingelt und du warst dann an der Warteschleife, Warteschleife, Warteschleife und nach 10 Minuten, wenn der andere halt fertig war, bist du dann dran gekommen. Ja. Es war nervig, wenn man halt nur eine Rückfrage hatte oder richtig. Sowas. Heute ist es so, man hat eine Frage, weshalb man das Service Center kontaktiert. Die gehen nicht ran und so nach 3 Minuten etwa geht bei mir dann, macht es nochmal dieses andere Klingelzeichen und dann wäre ich zu irgendeinem Service Center, was gerade frei ist, in Deutschland verbunden. Okay, ja. Und über diese hatte ich auch dieses Zierleistenthema dann aufgegeben. War dann also genannt und die haben wir dann den Termin gemacht mit München, also Feldkirchen. Lief problemlos. Für mich auch, ich habe das dann da bewusst ganz nach hinten geschoben, weil ich das gerade nicht anders hätte handeln können. Ja, na klar, wenn es nicht akut ist. Dann. Aber ansonsten lief es wirklich problemlos und auch was die Beratung vor Ort angeht. Also ich musste ich so 20 Minuten warten, okay. Weil mein normaler Berater, den ich sonst hatte, also den Service-Mitarbeiter, die sind zu zweit und der eine ist krank gewesen. Ja, gut. Dann. Aber selbst 20 Minuten sind okay. Ich meine, Kaffee und Kekse gibt es kostenlos, Internet ist vorhanden. Ja, also ja. Schlimm kann es nicht sein, sozusagen. Ja, okay. Von daher, für mich lief es bisher sehr gut. Und ich hoffe nicht, dass ich jetzt, wo die Garantie vorbei ist, dass ich jetzt wieder hin muss oder das was ist. Dass jetzt irgendwas ausfällt. Ja, also richtig. Ich habe jetzt nochmal um das Auto drumherum geguckt, ob irgendwas ist, ob irgendwo was abfällt und etwa. Ja. Dem ist nicht so. Ich habe aber auch keine Garantieverlängerung gemacht. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, genau, ob du die Anschlussgarantie mitmachst. Aber nee, mache ich nicht. Ganz einfach aus dem Grund, wenn ich auch die Anschlussgarantie mache, ich wohne in der Schweiz, ich müsste dann jedes Mal nach Deutschland fahren oder Österreich. Okay. Wenn ich jetzt also in der Schweiz wohne, kann ich auch dann einfach zum Service Center hinfahren oder zu einem Bodyshop, je nachdem, was es ist, und kann die Reparatur machen lassen, da ich ja eh dafür bezahlen muss dann quasi. Ja. Nun klopfen wir mal auf Holz und sagen, da passiert schon nichts. Ja, okay. Ist eine Versicherung. Ja, na klar. Gucken wir mal. Genau. Von daher, ich bin positiver Kunde und ich hoffe, das bleibt auch so, wenn ich weiterhin Kunde sein muss, wenn was ist. Genau. Aber abschließend, jetzt habe ich das Fahrzeug 1,5 Jahre. Mhm. In einem Jahr oder so steht dann für mich auch ein Service an. Also Bremsflüssigkeiten, gut, die werden irgendwann dieses Jahr mal kontrolliert. Genau. In der vorgehenden Zeit hat es jetzt keinen Service in dem Sinne. Genau, ich habe keinen Service gemacht. Es gab diese Tesla Service-Pakete. Genau. Diese habe ich nicht in Anspruch genommen. Einfach, weil was geht denn kaputt? Also im Grunde ja nichts erstmal. Ja. Was kontrolliert Tesla, wenn das Auto für eine normale Reparatur wie jetzt Zierleiste oder Displayaustausch, was machen sie? Sie spielen das aktuelle Update auf, sie waschen es, je nach Wetterlage, es wird innen ausgesaugt, sie füllen mir Scheibenwischwasser nach und irgendwas haben sie sonst auch immer noch gemacht. Ja gut, den Akku aufgeladen. Ja, gut. In dem Wartungspaket ist es so, sie füllen Scheibenwischwasser nach, sie kontrollieren Bremsflüssigkeit,
bei einem Auto, was 1,5 Jahre alt ist, noch nicht so notwendig. Sie kontrollieren ja natürlich die Kühlflüssigkeit. Da, das ist eine Kontrolle. Füllen Sie gegebenenfalls nach, Klimakompressor. Aber das sind alles Sachen, das Auto ist 1,5 Jahre alt. Ja, na klar, sollte ja nichts sein. Genau, und das kann ich dann entweder bei Tesla machen lassen, was weiß ich, nächstes Jahr, Ende diesen Jahres, genau, wie es passt. Oder ich suche mir eventuell eine freie Werkstatt, die sich mit dem Thema E-Mobile auskennt. Also genau, die auch diese warten und reparieren und Service durchführen kann. Sollten ja auch immer mehr werden jetzt, je nachdem. Wird es wahrscheinlich auch schon in der Schweiz geben irgendwo. Genau. Ich hoffe. Ich kenne noch keine, aber ich hoffe. Ja, wird sich finden. Genau. Muss ich mich mal mit beschäftigen. Ja. Sehr schön. Ja, dann kann ich nur dir weiterhin gute Fahrt wünschen. Immer einen vollen Akku und dass alles soweit klappt. Auch nach der Garantie natürlich. Ja. Danke. Und danke für deine Eindrücke und Erfahrungen mit dem Service Center. Gerne doch. Ja. Das soll es auch für dieses Video gewesen sein. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere natürlich den Kanal, damit du kein weiteres Interview verpasst. Unterstütze auch gerne den Kanal mit, wenn du möchtest, über die Affiliate-Links in der Beschreibung. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, denk elektrisch. Ciao, ciao.